So wie ich sehe, machen Sie ja filigrane Perlenarbeit, ist das richtig? Ja, man, so kann man es nennen, filigran mit Versuch der Natur so getreu wie möglich eine Nachahmung zu geben. Gut gesagt. Und zwar sehe ich da so einen Rochen, den habe ich als Rochen gleich erkannt, logischerweise. Bloß schwimmen tut er nicht, oder? Doch, nein, schwimmen tut er nicht, der ist noch im Trocknen. Noch im Trocknen. Aber man kann auch, wenn man diese Arbeit macht, mit einem Glas Sekt oder einem Glas Wein dem nachhelfen. Und je weiter man fortschreitet, umso mehr fängt er dann an zu schwimmen. Also ursprünglich waren es ja nur die Flugzeuge, die von Ihnen gebaut wurden. Aber ich sehe jetzt hier ein Auto, was beinahe vom Fließband läuft. Geplant ist es wahrscheinlich schon. Und ein ja, Wasserfahrzeug, vermute ich mal. Oder ist es eine Piloten? Nee, ist eine Pilotenkantel. Bitte ich um Entschuldigung, ja. Und dann habe ich einen Bagger gesehen. Also die sind sehr vielseitig geworden. Ja, na, auf die Dauer nur Flugzeuge macht auch keinen Spaß. Die Vielfalt macht das. A1, A2 haben wir jetzt eine Jugendgruppe und wenn man denen was beibringen will oder zeigen will, dann muss man eben halt vielseitig sein, ne? Und dann ist eben halt die Abwechslung ist da und macht natürlich auch riesig Spaß, ne? Und naja, das hier ist natürlich jetzt eine Corvette, ist eine alte Sache und da versuche ich jetzt gerade mal innen drinne das Interieur zu machen. Nicht nach Vorlage, sondern so nach meinen Dingen, wie ich das mir vorstelle. Und naja, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ich mache jetzt hier sozusagen mehr die Vorarbeiten, was innen drinne so ist. Und zu Hause werde ich dann nachher die ganze Karosserie schön abspritten mit Airbrush und so. Ja, und was Sie angesprochen haben, die Bagger da hinten und so weiter, das ist ja von unseren Sponsoren, vom Verein her, wir haben ein bisschen gesponsert für die Kinder und so. Und das sind einfache Sachen, die jetzt rausgekommen sind auf dem Markt. Snap-Kits, man braucht nicht mehr kleben. Für die Jüngsten ist das natürlich das Ideale, weil eben halt erstmal, das geht schnell fertig und man kann dann mitspielen. Und das ist erstmal so sozusagen der Einstieg. Ne? Und uns Erwachsenen macht das natürlich auch Spaß, die Dinger zusammenzubauen, weil sie natürlich schon, sagen wir mal, richtig funktionsmäßig sind. Und man kann selber daran noch ein bisschen was verbessern und machen. Wenn man sich das anguckt, fehlen die Leitungen und so, da kann man noch sich dann austoben. Ne? Denn Modellbau heißt ja nicht nur, dass man eben halt hier Modelle baut, sondern man liest ja auch mal nach, wie wird sowas gemacht, wie funktioniert das und und. Die Technik gehört dazu. Und das ist natürlich dann auch die Historie, die dann dazu gehört. Ja, wir haben ja nicht nur die neueren Sachen, sondern auch alte Sachen, was Weltkrieg II und Weltkrieg I ist. Und ja, nur einfach bauen ist nicht, ne? Der Hintergrund ist auch wichtig. Die zeigen hier jede Menge Aufnäher, aber die verschiedensten Sachen. Und auch, wie ich gesehen habe, Serien. Ist das richtig so? Also Serien in dem Sinne nicht. Es gibt, also bei mir hat es genauso angefangen. Irgendwann mal den ersten Aufnäher im zarten Alter von 4 oder 5 Jahren bekommen. Der kam natürlich auf den Anorak und dann der nächste und der nächste. Und dann hat, glaube ich, Oma mal einen mitgebracht und dann wurde es halt immer mehr. Und irgendwann hatte Mutter sich einfach geweigert, die alle wieder auf den neuen Anorak aufzunähen. Und dann wanderten die halt in der Kiste. Und naja, so über die Jahre hinweg war es dann immer so, sobald ich halt unterwegs war, wurde gekauft. Selbst wenn es nur ein ganz kurzer Ausflug war, geguckt, wo ist der nächste Andenkenkiosk hin und gekauft. Und heute ist es so weit, dass ich Kollegen, Verwandte, Freunde so weit infiziert habe, dass die also schon immer Meldungen machen und sie fahren in Urlaub. Ich möchte ihnen sagen, was ich hier brauchen kann und was nicht.
Es sind ja nun eine ganze Menge Aufnäher, die Sie hier ausgestellt haben. Ich gehe mal davon aus, dass Sie zu Hause noch mehr haben. Also diese drei, diese vier Bilder sind quasi so die Ausstellungsstücke. Alles andere ist hier in diesen Kästen schön alphabetisch sortiert. Das ist dann aber auch wirklich die komplette Sammlung. Und es sind im Moment so knapp 2400 Stück aus der ganzen Welt. Autogramme und Autogrammkarten sammelt ja schon jedes junge kleine Mädchen und freut sich, wenn sie von ihrem Angebeteten eine Karte bekommt. Ist das richtig so? Ja, kann man sagen. Also Autogramme sammeln ist ein Hobby, was wirklich von klein auf an, von jungen Leuten bis zum älteren Menschen betrieben wird. Ja, Sie sind ja auch noch ein junger Mensch. Schon lange nicht mehr. Und wie ich sehe, sind das alle Persönlichkeiten des Lebens, des Leinwandlebens oder auch andere? Musik ist dabei, viel Musik noch, Comiczeichner, das ist so mein Gebiet. Und wie viele Jahre sammeln Sie schon? Sehr viele Jahre. Ich habe als Schülerin angefangen, habe dann für 2-3 Jahre mal pausiert und dann nachher wieder angefangen. Also es ist fast ein ganzes Leben. Jetzt mal die Frage, wenn Sie ein Bild malen, ist es nun das Bild aus der Zeitung, weil die Zeitung Stille hält, oder können Sie auch jemanden porträtieren? Nee, also das kann ich nicht porträtieren. Dazu muss man ja wahrscheinlich auch studiert haben. Aber nicht unbedingt. Ja. Viele Maler können es und... Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Paris im Montmartre die ganzen Porträtzeichner sehen, ja, die sitzen da und innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden haben die, und die haben das studiert. Ja. Und ich kann jetzt nur nach einem Bild, nach einer Vorlage in Ruhe zeichnen. Das Spinnrad betätigt nicht nur die Prinzessin im Märchen, sondern Sie zeigen das hier ganz toll, wie das funktioniert. Nämlich manchmal auch mit kleiner Problematik, aber in der Regel wird der Faden gesponnen hintereinander weg. Sie machen das schon eine ganze Weile, ja? Ich mache das schon einige Jahre und habe das von meiner Oma gelernt. Also ist in der Familie geblieben? Ja, das ist in der Familie geblieben, aber ich bin das einzige Enkelkind, das es auch kann. Obwohl die anderen alle zugeguckt haben, hat das sich keiner für interessiert. Ich war die Einzige, die Interesse daran hatte, dieses alte Handwerk fortzuführen. Also gehört schon ein bisschen Fingerfertigkeit dazu?
Das stimmt, man muss sehr verschiedene Sachen beachten. Einmal muss der Fuß seine Bewegung machen, ohne dass man eben darauf sich konzentrieren muss. Und dann muss man halt vorsichtig die Wolle aus seinen Knäuel herausziehen, um dann einen Faden entstehen zu lassen. Ich erinnere mich noch an ein Bild, das war, glaube ich, sogar ein Kupferstich. Die Spinnenweiber am Rad, wie sie im Saal sitzen und schwatzen. Also das heißt, sie sagten das eben, man kann es nebenbei machen, man braucht sich nicht so hundertprozentig darauf konzentrieren. Vor allem, man kann sehr gut dabei reden und es macht auch dann erst Spaß, wenn man einmal das mit mehreren macht oder wenn man hier jetzt mit den Leuten, die zuschauen, ins Gespräch kommt. Wenn man nur alleine zu Hause sitzt und das machen müsste, wäre es ein sehr einsames Hobby. Aber hier auf dieser Ausstellung, wo die Leute dann gucken, wo man was erklären kann, da macht es dann sehr viel Spaß. Weil die Leute das ja auch alles noch gar nicht gesehen haben. Und die Kinder dürfen dann immer ganz dicht dran kommen und kriegen das dann nochmal extra genau gezeigt und haben dann auch viel Freude daran, dass sie das mal ansehen können. Also ich habe an für sich das immer bewundert, wenn ich im Museum ein Spinnrad gesehen habe und mir immer überlegt, wie das funktioniert. Und ich stelle gerade fest, dass Sie den späteren Faden aus der geschorenen Wolle ziehen, ihn aber relativ dünn halten und dann auch gleich kräuseln. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und um dann einen verstrickbaren Faden zu haben, muss man zwei dieser dünnen Fäden wieder miteinander zusammenarbeiten, das heißt zwirnen. Und dann erst ist der Faden so, dass man ihn stricken kann. So würde er das nicht halten. Das Material würde auseinandergehen und man hätte keine Freude an seinem gestrickten Produkt.